Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute schauen wir uns ein Gemeinschaftsprojekt von Eine Meinung, Pacher Kamark, Dan Creates, Syrael, Taimorn und DigiDuff an. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Das Ganze heißt The Merida Animal Sanctuary und ist leider noch nicht komplett fertig, aber ich habe es gerade schon überflogen und ich muss sagen, es lohnt sich definitiv, Part 1 sich jetzt schon anzugucken. Wir werden auf jeden Fall natürlich dann ein bisschen nachsichtig sein, wenn mal an der einen oder anderen Stelle etwas noch nicht ganz perfekt ist oder irgendwas fehlt. Und zudem sollte auch noch gesagt sein, dass das ganze Projekt auf Englisch ist, weil auch von den Leuten, die daran gearbeitet haben, einige englischsprachig sind. Und da macht das natürlich auch Sinn. Aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, euren Zoo jetzt zu besichtigen. Ich freue mich schon sehr. Los geht's. Und da sind wir. Turn off or delete the lights in. Okay, dann stehen hier die verschiedenen Bereiche. Ah, ich glaube, ich verstehe. Okay, das ist smart. Hier sind alle Lichter in einer Gruppe zusammengefasst. Und wenn man die dann hier bedienen will, kann man das ganz easy tun. Das ist später besonders praktisch, wenn man einen riesen Zoo hat und dann FPS-Probleme hat. Dann kann man die einzelnen Bereiche auch noch im Nachhinein regulieren. Smarte Idee, werde ich mir merken. Dann haben wir hier einen Text, den habe ich mir vorhin schon durchgelesen. Wenn ihr den lesen wollt, dürft ihr gerne pausieren. Die Ersteller wünschen uns viel Spaß und wir gehen jetzt auch in den Zoo. Und wir müssen den roten Pfotenabdrücken folgen. Finde ich immer sehr praktisch, weil ihr wisst ja, ich habe ein Talent, mich zu verlaufen. Und so fällt mir das auf jeden Fall ein bisschen leichter, mich nicht zu verlaufen. Oh, diese Geräuschkulisse ist schon mal sehr schön. Ich liebe plätscherndes Wasser. Merit Animal Sanctuary. Richtig, richtig cool mit dem Glas hier. Sieht nice aus mit der Schrift auf dem Glas. Das sind ja auch diese neuen Barrieren aus dem Aquatic DLC. Allgemein der Baustil gefällt mir sehr gut. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich schon einige Sachen im Discord gesehen habe. Auf Screenshots. Deswegen sind die nicht ganz neu für mich. Unter anderem auch das hier. Sieht aber sehr schön aus. Sehr idyllischer Eingangsbereich und vor allem die Geräuschkulisse gefällt mir gut. Ah, okay, kann man Tickets ziehen für einen Bus oder eine U-Bahn? Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von wegen, hier soll noch eine U-Bahn-Station oder so hin. Das macht ja auch Sinn, ne? Aber ich kann auch verstehen, dass das nicht die erste Priorität ist. Dann doch lieber Gehege bauen, würde ich genauso machen. Der Zoo ist ja auch, wie gesagt, noch nicht fertig. Deswegen müssen wir an der einen oder anderen Stelle dann auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Das Dach sieht schon wieder sehr cool aus. Ich liebe ja so geschwungene und runde Gebäude. Das Holz sieht auch cool aus. Ich mag die Farbe. Und allgemein diese Farbkombination mit diesen... Richtig cool, hier so Bilder dann noch draus zu machen. So ein Jaguar oder Löwe, was das sein soll. Eine Schlange... Ein Gorilla. Richtig schön. Ich glaube, hier hinter sind auch Lichter. Wir werden am Ende auch noch bei Nacht gucken. Keine Sorge. Jetzt kaufen wir uns aber erstmal ein Ticket. Guten Tag. Einmal bitte. Sehr schöne Kasse übrigens auch. Mega nice aus. Hier das Ganze auch nochmal. Und dann gehen wir einmal durch. Oh, sorry, wenn ab und zu solche Ladelecks kommen. Das ist ganz normal bei Plymouth Zoo. Und da sind wir. Sind übrigens auch wieder einige Mods installiert und eine ganz besondere Mod erwartet uns am Ende auch noch. Da freue ich mich schon besonders drauf. Ich habe sie mir auch noch nicht angeguckt extra. Ja, das Bild ist auch individuell hochgeladen worden mit einer Mod. Sehr, sehr süßes Foto. Toiletten, ganz wichtig. Auch sehr schön gemacht hier mit den Türen. Das ist auch cool hier, so schräg. Und so abgegrenzt. Das sieht schon cool aus. Kann man sich dann schon mal ein bisschen was zu essen und zu trinken kaufen. Dann gibt es ja auch diese Automaten. Ich habe die noch nie gesehen in Action. Muss ich sagen, ich habe die auch noch nie selber verbaut. Gehen die Leute denn da wirklich ran und zapfen sich da was ab? So ein Donut oder sowas? Würde ich ja gerne mal sehen. Oh, tatsächlich. Oh, da fährt ja sogar hoch das Ding. Oh, die gönnt sich einen pinken. Ich hätte den dunklen genommen. Schoko 100 mal besser.
So ein Zuckergusszeug. Das ist ja voll cool mit der Animation. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass die so cool sind, die Dinger. Welcome. Oh, das sieht so cool aus mit diesen ganzen Höhenunterschieden hier. Und dann diese schönen Blumenbeete mit den weißen Steinen. Das ist auch sehr cool gemacht hier. Ist auch wieder dieses, der gleiche Stil wie bei dem Eingangsgebäude. Coole Idee, Schrift so zu gestalten. Was ist denn das hier überhaupt für ein Bauteil? Was so klein ist. Ach, das sind diese Dinger. Oh mein Gott, das ist bestimmt richtig viel Einzelarbeit gewesen hier. Ja. Alles schön einzeln geschrieben. Aber sieht toll aus. Hat sich gelohnt. So, jetzt muss ich aber ein bisschen auf den Boden gucken. Penguin Peak, Seal Harbor, Main Zoo. Ich weiß gar nicht, ob hier schon Sachen ausgeschildert sind, die noch nicht fertig sind. Kann auch sein. Ah, das ist jetzt nochmal dieser Bereich. Und sich auch nochmal diese alten Automaten bedienen. Kennt ihr die noch? Wo dann irgendwie so ein Ring oder sowas da drin ist oder Spielzeug. Und diese Plastikkugeln. Jetzt gehen wir aber weiter. Hier nach oben führt's. Und was ist hier rechts? Ah, nee, ich darf nicht meinen eigenen Weg laufen. Wir bleiben bei den Fußstapfen. Sonst verlaufen wir uns. Oh, hier ist der rote Panda. Das ist auch cool hier mit den Zeichnungen. Ist auch wieder so ähnlich gemacht wie beim Eingangsbereich, nur mit einem anderen Material. Schauen wir uns gleich auch nochmal von näher an. Aber wir biegen hier sogar ab. Es ist überall Wasserplätschern. Das gefällt mir. Ist auch ein wunderschöner Springbrunnen. Wow, das sieht toll aus. Auch mit dem Hintergrund hier. Mit den Bergen. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal so einen roten Panda. Und dann dieses tolle Schild. Coole Idee. Dann hier auch noch das Bild eingebaut von dem Infoschild. Und auch das Gebäude sieht schön aus. Aber die Gebäude gucken wir uns nachher von oben nochmal genauer an. Dann sieht man auch die Form und die Dachform und sowas. Oha, hier ist ja richtig Gedränge. Das sind diese kleinen Wege, die eigentlich nur als Schlange dienen. Ne? Die kann man, glaube ich, austricksen mit so einem Tricks, dass man. Mit so einem Tricks, mit so einem Trick, dass man die auch verwenden kann. Natürlich dann für die Besucher mal ein bisschen eng. Aber trotzdem nice. Finde ich sowieso schade, dass man nicht so schmal bauen kann. Bin, glaube ich, noch richtig. Ja, hier ist das Pandagehege. Ich sehe leider gerade kein Tier. Aber schön gestaltet. Auch hier die verschiedenen Steinfarben. Das hier ist auch ganz toll gestaltet mit den Felsen und den Bepflanzungen. Oh, da ist ein Panda. Oh, hier ist sogar so ein roter Panda. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Der ist direkt hier vorne. Die kann man ja mega gut sehen. Okay, das ist nice gemacht, dass die hier vorne so direkt langlaufen. Ich verstehe jetzt auch. Ah, das hier ist das rote Panda-Gehege. Das geht wahrscheinlich hier lang. Und da sind die normalen Panda, ne? Ich denke nicht, dass die darüber können. Ne, seht ihr? Das ist cool. Das heißt, wenn man hier durchguckt. Ich mach mal die Sicht wieder weg. Das ist ein bisschen anstrengend. So, dann kann man beide Tiere sehen. Hier die roten Panda und im Hintergrund dann die normalen Panda. Ziemlich gut durchdacht und auch sehr schön gestaltet. Dann fließt auch noch sehr schön Wasser runter. Ah, gefällt mir. Aber wir dürfen uns auch nicht zu lange Zeit lassen. Ich denke, sobald das Ganze hier fertig ist, wird es eh hochgeladen für euch. Macht euch da keine Sorge. Oh, hier ist dann nochmal der Innenbereich für die roten Panda. Das ist wahrscheinlich Mitarbeitereingang? Ja. Ah, die klettern hier rüber, so wie es aussieht. Wir bleiben jetzt bei den roten Fußabdrücken. Oh, hier kann man auch nochmal schön durch die Scheiben gucken. Oder durch diese, nicht Scheiben, sondern, ja, viereckigen Aussparungen. Staff only. Leute? Wollte schon sagen. So nicht. Denn dann darf ich das, aber nicht ihr. Ah, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir da was verpasst haben in dem Haus. Geht da jetzt nochmal rein.
Da oben war doch auch noch was. Ja, ich bin hier irgendwie falsch abgebogen. Ich glaube, ich hätte hier gerade ausgemusst, aber die Leute drängeln hier so. Diese kleinen Dinger funktionieren leider mit den Leuten nicht ganz so gut. Echt schade. Ja, guck mal. Hier kann man nämlich mal von oben drauf gucken. Wunderschön. Hier gibt es noch voll viel zu sehen. Hier geht es auch nochmal runter. Oh, hier kann man auch nochmal in den Innenbereich gucken. Das ist von der anderen Seite dann. Sehr schön. Oh, hier guckt irgendwas durch. Ah, okay, das ist hier das Weiße. Ich sehe alles. Vor mir kann man nichts verstecken. Die Musik ist auch sehr gut gewählt und auch eine super Lautstärke. Gehen jetzt aber mal weiter. Ich glaube, das wird ein langes Video. Ich glaube, ich muss jetzt hier weiter, ne? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Zur Not laufen wir halt irgendwie. Oh, Mensch, geh mir doch nicht hier die ganze Zeit ins Bild. So, das haben wir auch schon mal gesehen in Orbis Terrarum Natura. Dem anderen Gemeinschaftsprojekt von Eine Meinung. Auch sehr schöne Idee. Im Hintergrund sehe ich schon wieder tolle Gebäude. Und ich höre überall Wasser plätschern. Ist halt echt genau mein Ding. Oh, guck mal. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Pfad. Jetzt sollen wir hier rechts abbiegen. Oh, wie schön. Oh, das ist echt idyllisch. Richtig cool hier mit dem Kies. Und dann diesem, wie nennt man das denn? Mull oder sowas? Wie heißt denn das? Ah, weiß ich gerade nicht. Gibt es auf jeden Fall irgendeinen Namen für. Mega schön auf jeden Fall. So viel Wasser plätschern. Schöne Bepflanzung. Ah, toll. Und dann hier die Enten. Schade, dass die sich nicht bewegen. Oh, hier ist auch noch Wasser plätschern. Eine riesige Kugel. Und sogar ein Vogelkäfig. Ein kleinen Pfad für uns. Sind das hier nicht diese Kraniche, die wir als Mod schon mal hatten? Ich glaube schon. Immer noch Papageie. Vogelvailleure. Wie hieß das noch? Ja, diese ganzen Worte fallen mir nicht ein. Aber dafür habe ich ja euch. Schreibt es einfach in die Kommentare. Voyere? Vogelvoyere? Ah, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich glaube, das war aber sogar richtig. Das ist super schön gestaltet. Penguin Peak. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Gehe ich von aus. Gehen jetzt aber erstmal hier lang. Hier ist noch nichts. Okay. Ja, hier kann man sich auch nochmal hinsetzen dann. Ey. Immer diese Pepsi-Trinker. Oder was soll das sein? Zielhaber. Oh yeah. Oh, das sieht ja auch cool aus hier, das Gebäude. Da bin ich echt gespannt, wie die später von oben aussehen. Das ist auf jeden Fall sehr schön hier gemacht, auch mit dem Anker. Nice, ich freue mich. Ab hinein da. Das hört sich irgendwie voll cool hier an. Boah, und das Dach sieht mega aus. Die Gebäudeform ist richtig cool. Ich laufe hier einfach mal so rum. Oh, guck mal, das ist... Oh, das sind so Tribünen. Oh, hier ist so eine Seehundshow, glaube ich. Hier liegt auch Spielzeug und sowas. Und hier ist auch... Oh, ich weiß, was das ist. Hier sind diese Animal-Shows, wo die dann mit dem Mikrofon stehen. Die ist hier eingebaut. Richtig coole Idee. Dann hat man hier so eine richtige Seehundshow. Oh, die Leute gehen da ja sogar hoch. Das ist ja genial. Wenn die sich jetzt noch da hinsetzen würden, wäre das perfekt. Aber ich glaube, so klug sind die nicht. Ah, das ist cool, dass die hier hochlaufen. Ist auch wieder mit diesen schmalen Wegen. Ich mag tatsächlich auch diesen Farbkontrast zwischen dem Gebäude und dem Gehege.
Weil hier ist alles in diesem indischen Gestein, diesem Sandstein. Oh, sehr toll, wie die auch hier rüber robben. Gefällt mir. So, wir gehen weiter. Geht's nämlich auch noch nach unten zur Viewing Gallery. Auch super schön gestaltet. Wait. Ach, guck mal, hier wurde auch so ein bisschen getrickst, damit man besser gucken kann. Weiß aber nicht, ob mir das besser gefällt. Hm. Aber immerhin sieht man da mal was, weil sonst ist es immer alles so, ja, unklar. Also ich glaube, es ist schon die bessere Alternative, gerade bei so großen Gewässern, dass man auch da hinten mal was erkennen kann an Tieren. Aber leider gerade nichts hier. Weiß aber nicht, wie man das macht mit dem Austricksen. Oh, hier kann man auch noch mal hin. Und dann kommen die Robben hier nach vorne. Oh, so süß. Okay, ich glaube, ich habe hier aber noch nicht alles gesehen. Wir überfliegen hier noch mal die Ecken. Outdoor Path. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Na, guck mal, hier geht es nämlich auch noch nach oben. Viewing Gallery. Alles mit diesen engen Wegen gearbeitet, glaube ich. Die ist ja auch mega schön. Also hier hat man auch eine super Aussicht. Und jetzt gehen wir da hinten mal weiter. Ich glaube, irgendwann müssen wir den gelben Fußabdrücken da folgen. Aber noch sind wir ja richtig. Hoffe ich zumindest. Hier kann man natürlich auch nochmal überall durchgucken. Die Geräuschkulisse ist mega gut. Ich höre die ganze Zeit so Wellen platschen, als wenn hier. Als wenn wir im Meer wären. Hört sich das an. Sind das Ambiente-Sounds? Wahrscheinlich schon, ne? Na, guck mal, jetzt sieht man sogar eine Robbe. Jetzt könnt ihr mal sehen, was ich meine. Es wird halt sehr undurchsichtig, wobei es hier sogar noch geht wegen dem hohen Kontrast vom Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde so. Hm. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. So. Also so. Oder so. Schwer zu sagen. So eine Mischung aus beiden wäre perfekt. Das wäre ideal. So, jetzt sind wir hier so ein bisschen im Wüstenlook, so wie es aussieht. Ich will jetzt aber hier nochmal kurz da gucken. Oh, ich glaube, das ist die Mod. Die Erdmännchen-Mod. Es sieht nach Erdmännchengehege aus. Ah, mein Lieblingstier in Planet Zoo. Ich bin gespannt. Wollen wir da mal kurz einen Abstecher machen? Ah, ich kann nicht warten. Okay, lass uns dahin. Erdmännchen, ich komme. Sind es die Erdmännchen? Oh yeah. Mein Lieblingszootier in Planet Zoo. Ist übrigens eine exklusive Mod. Die hat, glaube ich, eine Meinung selber erstellt. Aber die ist noch nicht ganz perfekt, hat sie geschrieben. Ja, sie ist noch im Arbeit, die Mod. Und ich bin trotzdem mega gespannt. Erdmännchen! Oh, sind die süß! Ich liebe Erdmännchen. Ich wünsche mir natürlich trotzdem noch, dass sie so ins Spiel kommen. Weil Erdmännchen sind einfach so cool, wenn die sie so hinstellen und sowas. Das ist natürlich nicht machbar bei Mods. Zumindest noch nicht. Habe ich noch nie gesehen bei JWE oder Planet Zoo, dass jemand eigene Animationen hatte. Kommt übrigens für den Vari ins Spiel. Oh, ist das cool. Schauen wir den mal genauer an. Warum sind die so verwirrt? Drehen sich die ganze Zeit. Pausieren wir mal kurz. Oh, die sehen schon putzig aus. Sind die schon echt nicht schlecht, die Mod. Die Augen sehen ein bisschen weird aus, oder? Schwer zu sagen. Aber man erkennt, dass es ein Erdmännchen ist. Ich freue mich gerade. Richtig coole Mod. Wenn die dann fertig ist, lädst du sie hoffentlich auch für alle Leute hoch. Müsst ihr einfach mal auf Nexus Mods vorbeischauen. Erdmännchen in Planet, sodass ich das noch erleben darf. Das ist ja ein Traum. Das ist wirklich cool. Da schauen wir mal ganz kurz von oben, wenn wir eh gerade in der Sicht sind. Das hier ist das Erdmännchengehege. Habe ich direkt erkannt an diesem Netz da oben drüber. War nicht im letzten Zoo ähnlich bei euch. Nur waren da noch keine Erdmännchen drin. Oh, die können ja sogar unten rein. Also das hier ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight für mich. Ist, glaube ich, sogar Rotlicht unten drin, damit die Tiere nicht gestört werden.
Oh, das ist cool. Das Fell sieht auch nice aus von der Farbe. Okay, lassen wir die mal in Ruhe und gehen weiter. Wir gehen auf jeden Fall hier weiter. Den normalen Weg. Desert Voices. Auch ein sehr schönes Bild. Ja, hier ist wohl noch einiges geplant, so wie es aussieht. Und nee, das ist, glaube ich, der Bereich hier hinten, ne? Aber hier rechts soll wahrscheinlich auch noch was hinkommen dafür. Ich glaube, das wird schon wieder ein riesiger Zoo werden. Wir sind jetzt hier aber gerade in dem Bereich, der noch nicht fertig ist. Ich guck trotzdem rein. Pachacamax. Pantanal. The Jaguar Trail. Made by Sleepy Koala Girl. Oh, ich glaube, das ist Pachacamax Logo. Na cool. Übrigens, alle Leute, die auch irgendwie YouTube, Twitch haben, die an diesem Projekt gearbeitet haben, sind in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Ah, hier ist noch einiges geplant. Okay. Kommen wir hier mal nicht weiter. Und dann geht's hier nochmal rein. Bei den Pelikanen. Ah, okay. Das habe ich schon vermisst. Nämlich nochmal Underwater Viewing. Sogar so ein Unterwasser. Ja, Tunnel kann man das nicht nennen. Aber wir sind hier komplett unter Wasser. Da sind die Seehunde. Oh, schön mit den Fischen hier. Oh, das sind diese runden Dinger, die nur so ein bisschen rausgucken, ne? Oder was ist das? Okay, das ist cool gemacht. Ich weiß nicht, wie es gemacht ist mit den Fischen, aber das sieht mega nice aus. Schöne Idee für eine Wand. Oh, und jetzt schwimmen sie direkt über uns. Oh, nice. Okay. Jetzt haben wir den roten Pfad abgearbeitet, wollte ich sagen. Jetzt geht's hier lang. Hier seht ihr nochmal das Dach. Wieder zurück. Und dann hier zurück. Und dann sind wir wieder bei diesem wunderschönen Eingangsbereich. Was haben wir denn hier überhaupt? Ah, das ist noch eine Baustelle. Finde ich immer cool, wenn man das so tarnt mit diesen Baustellenabgrenzungen. Ah, guck mal, hier ist sogar eine richtige Baustelle gestaltet. Das ist ja übel nice. Mit Bagger und allem. Okay, das finde ich cool. Ladedeck darf nicht fehlen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. So viele Eindrücke. Hier ist auch nochmal ein sehr schöner Bereich zum Chillen. Folgen aber dem gelben Pfad. Ich glaube, wir sollen hier hinein. Dann würde ich diese Drehtür. Dann geht es hier in ein Gebäude. Was ist das denn? Zoo-Management. Okay. Da dürfen wir sogar auch rein. Schlecht. Ah, hier sind die ganzen Mitarbeitergebäude. Oh, sollten wir da wirklich rein? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal ganz normal lieber weiter. Nicht, dass wir gleich aus dem Zoo geschmissen werden. Wenn wir in den privaten Räumen hier rumlaufen. Ja, das Schild finde ich voll cool. Sehr schön gestaltet, auch mit der Bepflanzung. Erdmännchenschild? Wo sind die denn? Ich sehe die nicht. Ah ne, hier ist eine Ziege. Wo ist die? Das hier sieht sehr cool aus, als Abgrenzung. Richtig nice aus. Doch, das Gehege sieht super cool aus. Tolle Felsarbeit und ich finde es auch cool, dass ihr so verschiedene Felsfarben verwendet habt. Ziegen. Und da sind sie. Lag übrigens gerade an mir. Ich hatte einfach die falsche Sicht an. Die lagen einfach nur hier hinten, haben geschlafen. Ist übrigens auch eine Mod. Wunderschön in der Landschaft. Diese Geräuschkulisse ist irgendwie echt cool, oder? War das schon immer so intensiv, die Sounds? Das hört sich irgendwie heute alles ziemlich nice an. Boah, was war das für ein Move? Ah, richtig cool. Wollen wir die nicht weiter stören? Wobei ich gerne nochmal nach da hinten rein möchte. Ich weiß aber nicht, ob wir das schaffen. Sind wir Bergsteiger genug?
Komm schon. Ah, wir haben es geschafft. Oder trinken sie. Hier ist der Stall, wo die vorhin geschlafen haben. Kann man sogar von außen gucken. Ah. Auf meine eigenen Wege. Boah, das ist mein Ort. Hier fühle ich mich wohl. Schöner Grill. Ah, diese Details, ich liebe es. Das ist wirklich schön. Na, hier flitzen wir mal durch. Auch ein wunderschöner Wasserfall. 6, oh, da vorne geht's weiter. Wir sind doch noch gar nicht bei der Nummer 6. Sind wir nicht erst bei der 3 oder so? Oh, schaut mal hier. Wölfe haben wir hier. Oh, da schlafen die. Sowas finde ich immer cool, wenn man so kleine Lücken hat. Hier mal unten, da mal so ein bisschen oben, wenn man hier jetzt nichts sieht. Hier dann wieder unten, hier auf dieser Höhe. Das ist toll, als wenn das immer durchgehend einfach nur so durchsichtig ist. Auch schön der Stil mit dem Holz und dem Metall hier. Sieht allgemein sehr cool aus. Also ich glaube, bis jetzt habe ich mich gar nicht so doll verlaufen. Sind ja alles noch Sachen, die in Planung sind, oder? Das sieht ja auch abgespaced aus. Okay, das ist echt cool. Ah, jetzt sind wir im nächsten Bereich. Mexican Wolf. Das ist der von vorhin, oder? Weiß es nicht. Ist das gleiche Gehege? Ist es tatsächlich, okay. Hier ist der Unterstand. Na, sehr schön. Auch hier sehr süß gemacht, diese Viewing Area. Reptilienhaus. Was es hier alles zu entdecken gibt. Ich finde das immer so cool bei so Gemeinschaftsprojekten, wie viele unterschiedliche Baustile da verwendet werden. Diese Gebäude sehen alle so beeindruckend aus. Ich finde das immer toll, wenn Leute so schöne Gebäude bauen können. Das kann ich absolut gar nicht, Gebäude bauen. Ich finde das immer echt beeindruckend. Die Liebe zum Detail hier einfach schon wieder drin steckt. Okay, hier scheint es noch nicht ganz fertig zu sein. Ja, die Aviarien finde ich ja immer nicht so spannend. Aber das finde ich immer cool, wenn man die so ein bisschen einbaut mit so Fenstern. Sieht es nicht ja, ganz so langweilig aus. Ihr habt da halt eine sehr interessante Form geschaffen. Das war ein Fahrstuhl. Oh. Hier runterplumpsen. Coole Wanddeko. Dann geht's hier wieder runter mit einer Wendeltreppe. Boah, schwer zu laufen. Ja, hier ist das auch wieder cool gemacht mit den Scheiben. Hier sind auch immer die gleichen Dinger benutzt worden. Ich glaube, ihr habt da jetzt auch nicht so viel Wert drauf gelegt. Aber ihr wisst, dass mich das wahrscheinlich auch nicht interessiert. Für die meisten, die Plenitzu so schon viele Stunden gespielt haben, sind diese Vivarien auch nicht so spannend, glaube ich. Oh, hier können wir nochmal gucken. Das ist immer noch das Mexican Wolf Gehege. Übrigens auch hier ein sehr schöner Wüstenbaustil. Echt toll aus. Coole Felsarbeit, coole Bepflanzung. Passt echt gut zu den Wölfen. Und das Autofrack hier ist auch cool. Wow, was ist das? Das ist ja schön. Wunderschönes Gebäude mal wieder. Richtig cool. Glaube ich auch nur Deko. Aber es ist wunderschön. Ja, ist nur Deko. Bin gleich mal gespannt, wenn wir das von oben sehen. Nochmal einen kleinen Abstecher nach hier. Sind wir jetzt wieder in diesem Eingangsbereich? Bin mir gerade unsicher.
Da gibt es halt auch noch Sachen, die habe ich nicht gesehen. Bear Creek zum Beispiel. Oder Beer Creek. Bear. Sprich mal das aus. Habe ich schon tausendmal. Gib mir ein Bier. Komm. Gib mir einfach ein Bier. Ich glaube, es haben schon öfter Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich Bär wie Bier ausspreche auf Englisch. Was ist das denn? Ganz viele SpongeBob-Häuser. Die sind Ananaspflanzen. Sehen die so aus? Das ist sehr weird. Das sieht ja auch cool hier aus. Mit der Bepflanzung und den Steinen hier. Oh. Mensch, ist alles im Weg. Ich will einfach nur mal gucken. Das sieht mega cool aus. Azteca-Style. Cantina-Grill. Grab and go. Cool. Aber ihr seht, was ich meine mit den unterschiedlichen Baustilen, ne? Aber hier sind schon wieder rote Fußabdrücke. Ich habe safe irgendwas falsch gemacht. Ich war mir so sicher, dass ich gar nicht so doof gelaufen bin. Aber warum bin ich jetzt wieder bei rot? Egal, laufen wir jetzt hier weiter. Geh ich nix. Oh, wieder ein schöner Wasserbereich. Jetzt gehen die wieder da lang. Wir gucken erstmal hier in der Ecke. Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen selber rum. Ich habe auch so ein Wegenetz von oben. Aber das finde ich immer noch schwieriger, wenn man dann unten läuft und dann von oben das sieht. Das sieht auch schon wieder so cool aus. So ein bisschen Toskana-Style, oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Erinnert mich aber so ein bisschen daran. Voll schön. Der Gebäudestil und dann auch die Form und dann mit diesem hier. Das sieht echt toll aus. Da kann man sich echt viel Inspiration holen. Oh. Kapuzinier-Canopies. Was ist das? Sieht ja mega krass aus. Auch so Käfige und dann können die hier durch oder was? Das funktioniert? Das wäre ja insane. Würde ich jetzt so gerne mal sehen. Sind die denn gerade? Da seid ihr alle. Da unten planschen die. Frag mich, ob die da durch können. Sollen wir das mal schon nachschauen? Moment. Finden wir ganz schnell heraus. Oh, tatsächlich. Ich bin halt darüber, oder? Ne, aber auf dem Boden, da können die nicht. Aber diese grünen Sachen, die heißen doch, dass die da klettern können, ne? Also ja, durch können die. Die können nur noch hier hinten auf dem Boden anscheinend. Wer ist hier blau? Oder sind die jetzt hier gefangen? Kommen da nicht raus? Gute Frage. Weil es ist irgendwie komisch, dass sich alle hier aufhalten. Egal, lassen wir die Äffchen Äffchen sein. Finde die Idee mega cool. Ich hoffe, das funktioniert. Echt schön aus mit diesen ganzen runden Käfigen. Und dann diese Tunnel dadurch. Tolle Idee. Dann nochmal ein schönes Haus. Aber ich glaube, die hängen da wirklich fest. Sonst wären die nicht alle in diesem Gehegebereich. Eigene Bänke gebaut. Oh, so viele Details. Kann man auch noch mal reingucken. Mega schön. Dann haben wir hier auch noch mal das Haus. Ist da, glaube ich, ein Mitarbeiter. Ja, hier ist Mitarbeiterweg und Abtrennung. Genau, da können die dann rein. Okay, dann geht's hier weiter. Ich habe den Weg gefunden. Auch wieder der gleiche Gebäudestil. Und jetzt geht's zu einem Lama-Gehege, so wie es aussieht. Schöner Brunnen. Gehen wir mal hinein. Das ist ein begehbares Gehege. Ja, die Lamas sind sowieso voll cool geworden, seit die diese Farbvarianten haben. Eine Futtertroge. Eine wunderschöne Scheune. Echt schön gestaltet. Hier darf man nicht hochklettern als Besucher. Ah, cool gemacht, auch mit dem ganzen Stroh und sowas.
Muss ich jetzt hier wieder zurück? Ah, guck mal, hier ist der Ausgang. Habe ich gar nicht gesehen. Hier geht es nämlich weiter. Hier ist schon das Ende? Okay. Ich glaube, ich habe safe was verpasst. Hier hätte ich auch lang gehen können. Habe ich gar nicht gesehen. Irgendwas habe ich auf jeden Fall verpasst. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht waren. Folge mal einfach den gelben abdrücken. Ja, da waren wir noch nicht bei dem Beer Creek. Übrigens auch sehr cool gemacht hier. Soll ich jetzt erst außen lang gehen, so wie es aussieht? Ja. Scheint so. Also das Gehege haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das Wasser da sieht sehr schön aus. Da gehen die auch gerade planschen. Oh, auch cool gemacht. Was sind denn hier drin für Tierchen? Wahrscheinlich irgendwas Kleines, weil diese Scheiben so auf Kopfhöhe sind. Oder ist das nur... Ah ne, das ist nur Gestaltung. Boah, das sieht ja auch cool aus hier. Mega schön gemacht hier mit dem Wasser und der Bepflanzung. Und auch coole Idee, dass man das hier sehen kann durch die Scheiben. Na guck mal, hier sind auch wieder diese engen Wege. Oh, die Bären können da sogar hoch. Oh, das ist ja unglaublich cool. Guck mal, das haben wir auch noch nicht gesehen hier. Im Hintergrund, das ist ein Pinguinhaus. Ich wollte schon sagen, das kenne ich nämlich von den Discord-Screenshots. Kinder fallen gleich ins Bärengehege. Gibt's Futter. Das hier sind übrigens auch Mods. Cool. Die sehen ja nice aus. Diese Statuen. Der Bärenkopf ist, glaube ich, auch eine Mod. Ah ne, das ist einfach das gleiche, nur in der Wand platziert. Na, coole Idee. Und es geht sogar noch hoch. Ihr habt echt viel mit diesen kleinen Wegen gearbeitet. Die sind aber auch praktisch, ne? Stell dir mal vor, du hättest das hier mit einem großen Weg gemacht. Da wärst du gar nicht hier vernünftig hochgekommen. Oh, hier ist sogar so eine Animal Show. Wo die dann Futter runterwerfen. Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her. Hier liegt noch Futter, aber das ist schon ein bisschen am Dampfen. Sehr schön. Weiter geht's. Coole Mauer. Ah, das ist die Bärenhöhle nochmal von der anderen Seite. Sogar hier oben schön gestaltet. Hier auch nochmal schönes Wasser. Ah, das sieht immer so nice aus, das Wasser. Wenn man das so mit Felsen und Pflanzen kombiniert. Und jetzt geht's zu den Pinguinen. Das Gebäude auch wieder super interessant, da bin ich gleich von oben gespannt. Mal ein paar Sitzmöglichkeiten. Und dann geht's hier hinein. Hier hat man nochmal so Souvenirläden. Ganz viele blaue Abdrücke. Ich glaube, ich laufe einfach mal so durch. Ansonsten verwirrt mich das zu viel. Kids View. Ah, coole Idee. Wenn die hier unten durchgucken, wenn die ein bisschen kleiner sind. Wir gucken natürlich hier. Oh, da sind die Pinguine. Die kann man ja richtig gut sehen. Oh, wie sie laufen. Voll schön. Cool gemacht. Wirklich cool gemacht. Penguin Peak. Oh, wunderschön die Bilder. Keine Ahnung, wie man sowas macht, aber es sieht echt schön aus. Oh mein Gott, ist das hier unter Wasser? Schwer einzuschätzen, weil ihr halt immer diese Methode benutzt habt, dass das, ja doch, das ist unter Wasser. Dass das klarer ist unter Wasser. Oh, wow.
schwimmen sie. Das ist sehr schön gestaltet hier unter Wasser. Sieht mega aus. Wunderschön. Guck mal, hier ist sogar dann noch so eine Snack-Area. Über uns können die auch lang schwimmen. Aber das hier ist komplett unter Wasser. Das gesamte Restaurant. Das ist ja genial. Mega schön gemacht. So sieht es übrigens aus, wenn man nicht diesen Trick benutzt. Ich weiß nicht, ob ich das besser finden würde. Das ist echt immer schwer zu sagen. Ich bin mir da echt unsicher. Auch wunderschön. Hier kann man auch nochmal rausgucken. Das ist ja mega cool gemacht. Das ist auch riesig, das Gehege, glaube ich. Hier geht es auch wieder runter. Okay. Und es ist echt krass, dass das hier auch alles unter Wasser ist. Da kann man sogar unter Wasser gucken. Da geht es wieder raus. Das wollen wir noch nicht. Da gibt es nämlich noch viel zu sehen. Ah, hier ist der Innenbereich. Da schlafen die Pinguine. Sieht toll aus. Jetzt gehen wir mal in den Außenbereich. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Aber ihr wisst ja, wenn ich was übersehen habe, seid mir da nicht böse. Das ist halt nicht immer so einfach. Aber hier sind so viele Details. Holtert hier. Da kann man leicht Sachen übersehen. Mit den ganzen Details. Auch alles wieder voll cool aus. Und jetzt sind wir ganz außen. Habe ich von hier Außenbereich gesagt? Ich meine natürlich Innenbereich. Aber ich meine mit außerhalb vom Wasser. Das hier ist der Außenbereich. Sieht auch schön aus. Oh, hier geht es nochmal in eine Höhle. Auch cool gestaltet. In den Tunnel meine ich natürlich. Das ist auch cool. Ich glaube, die volle Wirkung hier von der Landschaftsgestaltung sieht man gleich erst von oben, wie das aussieht. Oh, hier ist wieder so eine Pinguin-Show. Ah, schaut mal. Das ist ja nice. Wird hier die Show gemacht? Da hat man ja eine perfekte Sicht. Hier gehen dann die Leute hin und schauen sich das an, oder wie? Das sieht ja auch schön aus. Das Ganze hier, das ist das, wo der Tunnel durchgeht. Coole Wand. Also hier kann man sich echt viel Inspiration holen in dem Zoo. So, ich glaube, jetzt könnten wir durch sein. Ne, wir sind immer noch nicht ganz durch. Das sind jetzt aber Sachen, die stehen so außerhalb des Hauptbaubereichs. Also die sind noch wahrscheinlich in Arbeit. Falls ich da jetzt noch nicht reingehen dürfte, seid mir da bitte nicht böse. Ich mach's aber jetzt einfach. Was ist jetzt das? Tropical Pavillon. Ach, cool. Dass hier so das Wasser runter plätschert. Also ist alles, wie gesagt, noch in Arbeit. Wenn ihr das ein oder andere fehlt, dann liegt das daran, dass es noch nicht fertig ist. Und ich einfach schon trotzdem gucke. Ich glaube, das wird eine ganz schöne XXL-Tour für euch. Also es wird ein langes Video. Das sieht mega nice aus. Nur hier unten fehlt ein bisschen das Plätschern. Aber coole Idee. Gibt's hier denn schon Tiere? Das ist jetzt die Frage, ne? Ne, anscheinend auch noch nicht. Okay, der Bereich scheint, glaube ich, echt noch nicht für meine Augen bestimmt zu sein. Naja, gucken wir weiter. Das ist voll schön hier mit diesem ganzen Store. Das sieht voll nice aus. Aber es ist halt, wie gesagt, alles noch ein bisschen unfertig. Aber hier sind schon erste Gehege eingerichtet. Und die sehen auch schon super aus. Kann man sogar hoch, das sieht ja auch cool aus. Gehe ich mal ganz schnell hin. Hier geht's hoch.
wird bestimmt mal richtig schön werden. Ja, wenn der Zoo dann weiter ist, werden wir uns ja auch noch Part 2 irgendwann gönnen. Das war das Ganze hier. Jetzt seht ihr, was ich meine. Man sieht halt schon, dass das noch im Bau ist. Ich habe jetzt trotzdem mal rüber geguckt. Das hier sieht auch noch nicht fertig aus. Da fliegen wir jetzt einfach mal rüber. Hier ist auch schon ein bisschen was geplant. Da sind auch noch keine Tiere. Ich weiß halt noch nicht, ob das für meine Augen bestimmt ist oder nicht. Deswegen überfliegen wir das halt jetzt nur erstmal. Was ist das denn für eine coole Idee mit den Regenschirmen? Sieht schon alles sehr interessant aus, was hier noch geplant ist. Okay, krass. Aber ich denke, wir haben jetzt einigermaßen alles gesehen. Wir schauen natürlich jetzt noch von oben uns einige Sachen an. Der Startbereich war dieser hier. Das war der Eingangsbereich von der Merritt Animal Sanctuary. Wir achten jetzt mal besonders auf die Häuser und Dächer. Das sieht cool aus. Ich liebe so abgerundete Dächer. Das war das Zoo-Management. Das hatten wir auch gesehen. Dann hatten wir hier vorne das Panda-Haus. Auch interessant aus. Hier auch sehr schön. Hier diese ganze Landschaftsgestaltung sieht so unfassbar gut aus. Jedes Gebäude sieht auch anders aus. Das finde ich echt toll. Auch eine wunderschöne Ecke. Vorne waren noch die Lamas. Also Gemeinschaftsprojekte sind immer was Feines. Aber ich glaube, das ist echt schwer zu organisieren. Und man kann halt nicht gleichzeitig an der Datei arbeiten. Da muss man sich halt immer so ein bisschen abwechseln. Also für mich wäre das, glaube ich, nichts. Aber Respekt, wenn man das auf die Beine gestellt kriegt. Oh, hier oben hätte man auch hingekonnt. Na gut, das wusste ich nicht. Hier ist sogar ein Weg. Das wäre ja hier mit dem Fahrstuhl möglich gewesen. Das waren hier, glaube ich, die Wölfe. Oh, das war dieses schöne Gebäude auch nochmal. Und jetzt geht es hier vorne weiter. Oh, das ist ja cool von oben gestaltet. Richtig schön. Die Bepflanzung, die Felsen. Das hier ist Pinguinhaus. Hat auch eine super interessante Form. Cool. Allgemein, das ganze Gehege hier ist crazy. Sieht so cool aus hier mit den ganzen Steinen. Hier steckt so viel Liebe zum Detail drin. Das hatten wir auch schon gesehen. Jetzt gönnen wir uns das Ganze nochmal bei Nacht. Werde Licht. Sehr schön beleuchtet. In die Gebäude werde ich jetzt nicht nochmal alle überall reingehen und gucken, wie die beleuchtet sind. Ich glaube, in der E-Mail stand auch nur, dass ich nochmal von oben überfliegen soll. Das ist aber wirklich schön. Aber ich glaube, diese Lichter ziehen halt auch viel FPS. Deshalb war ja auch im Eingangsbereich dieses Licht ein und Licht aus. Aber es ist sehr idyllisch beleuchtet. Mega angenehme Beleuchtung. Nichts zu hell, nichts überstrahlt. Teilweise sind die Bereiche auch dunkel. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Macht ja auch Sinn in vielen Bereichen. Wenn man da jetzt nicht unbedingt beleuchtet. Wenn dann die Tiere schlafen wollen und so. Sieht auch cool aus hier. Weil das alles aus Glas ist und dann von innen so schön beleuchtet. Und das hier ist auch beleuchtet. Ah.
Ah, das ist auch wunderschön beleuchtet. So, Leute, das war The Merida Animal Sanctuary von Eine Meinung, Dan Creates, Dyrael, Pachacamac, Taimorn und Digidav. Zumindest war es der erste Part. Also da wird auf jeden Fall noch dran weitergearbeitet. Und wenn das Ganze dann fertig ist, werden wir das uns auf jeden Fall auch nochmal angucken. Alle von den Erstellern, die einen YouTube-Kanal haben oder Twitch-Kanal haben, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, diese doch sehr ausführliche Besichtigung hat euch allen Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und bevor ich es vergesse, falls ihr auch einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, schaut auch unten in die Videobeschreibung, da stehen dazu alle Infos. Und jetzt macht's gut, haut rein, euer Dandy.